Ja, Herr Koppius, welche Vorteile bringen die Baumaßnahmen denn hier für die Reisenden mit sich? Also das ist ja die größte Baustelle, die wir jetzt im Moment haben. Das ist eine sehr bedeutende, wichtige Haltestelle hier in Mannheim Hauptbahnhof. Und das sind ja am Tag ca. 50.000 Fahrgäste. Und deswegen ist natürlich was im Vorfeld ja auch immer sehr beengt hier. Und wir haben ja durch die Aufteilung, durch die neue Haltestellenanordnung und Zuordnung und auch die Dimensionierung für längere Fahrzeuge, haben wir natürlich, ich sag mal, einen höheren Komfort. Wir können die Fahrgastzahlen oder die Fahrgastbewegung besser und schneller abwickeln. Und es ist klarer auch in der Kommunikation, wo die Leute dann entsprechend dann hingehen und wo sie hinwollen. Also es ist alles verteilter und nicht mehr so beengt wie bisher. Wie sieht das zeitlich aus? Muss ich mehr Zeit mitbringen, wenn ich jetzt hierher komme? Oder ist die Taktung und der Fahrplan relativ ähnlich? Also erstmal grundsätzlich ist es so, natürlich so eine Baumaßnahme erzeugt immer Veränderungen und natürlich auch Behinderungen. Das hat man ja heute gesehen. Das ist sehr gut angelaufen hier, das hat gut geklappt. Aber Sie sehen ja, wie groß die Baumaßnahme ist und die Verteilung auch, ich sag mal, wo jetzt die Fahrgäste hin müssen. Wir haben ja ein umfangreiches Kommunikationskonzept gestartet im Vorfeld mit Flyern und mit Informationen, sodass sich die Leute verteilen müssen. Wir haben Personal hier vor Ort, die dann die Leute auch entsprechend hinweisen. Und natürlich wird das alles etwas länger dauern und ein etwas mehr Fahrzeit muss man schon in Kauf nehmen. Die Linien, die normal sonst auch gefahren sind, fahren wie immer in der gleichen Taktung. Da ändert sich nichts dran. Aber ich muss eben längere Fußwege und damit auch längere Zeit in Kauf nehmen. Wie ist es für Autofahrer oder Anwohner hier möglich? Auf was müssen die sich einstellen? Natürlich ist der Individualverkehr auch betroffen. Wir werden ja einmal über Pfingsten eine größere Sperrung haben, hier von der Kreuzung Bismarckstraße hier. Das wird sicherlich Auswirkungen haben. Wir haben ja parallel auch noch andere Maßnahmen hier in der Stadt. Also natürlich hat so eine Maßnahme immer Auswirkungen. Für die Anwohner, hier geht es ja in erster Linie auch um Hotels und Büros, die sind umfangreich informiert worden im Vorfeld, dass es natürlich zu Lärmbelästigung kommt, auch natürlich zu, ich sag mal, Staub und Fahrzeugbewegung mit schwerem Gerät. Das bleibt nicht aus bei so einer Maßnahme. Was Sie sehen, da ist ja hier wird ja umfangreich das Gleismaterial neu verlegt und neue Infrastruktur hergestellt. Und das ist eben aufwendig und das erzeugt einfach dann auch mal Lärm und Staub. Herr Koppius, das war schon. Vielen Dank für das Gespräch. Gerne.